Wir alle, egal welcher Nationalität wir angehören oder aus welchem Land wir stammen, sind Bürger einer grenzenlosen Utopie namens Kunst, die in einer Welt namens Kultur existiert. Keine Supermacht kann uns verbieten, Mitglieder unserer Art Nation zu sein. In unserer kollektiven Fantasiewelt, ob wir nun Asiaten, Europäer, Amerikaner oder Afrikaner sind, haben wir alle ein einzigartiges Gen für das Verständnis der Kultur, ein einflussreiches Talent, um die Menschen verständlich zu machen, sowie die Fähigkeit, aktuelle Entwicklungen zu analysieren und Veränderungen vorzunehmen. Wir alle schaffen Erzählungen und Bilder mit unseren Kunstwerken, mit unserem individuellen Geschmack und Stil und kulturellen Merkmalen für den Frieden über Krieg, das Wissen über die Unwissenheit, das Gute über das Böse und immer für unsere Erlösung und Auferstehung. Unsere Künstlergesellschaften bemühen sich, unsere Nationen mit unseren kollektiven Werken zu verbessern, obwohl sie kleiner sind als die Länder, in denen wir leben. Auch wenn die Mächte und die Politik Lücken geschaffen haben, uns voneinander zu trennen, sind wir stärker und mutiger und bestimmt und einflussreich in vielerlei Hinsicht, um unsere Menschlichkeit und kollektive Botschaften in die Welt zu übertragen. Derzeit steht jeder von uns, unabhängig von geografischen oder politischen Situationen, Angesicht zu Angesicht einem gemeinsamen Feind gegenüber. Wir müssen unsere Botschaft so schnell wie möglich weitergeben. Wir sind alle gleichermaßen anfällig für diesen mikroskopischen Gegner. Die Errettung aller hängt von der Errettung eines Menschen ab. Corona ist nicht nur ein Virus. Es ist eine einfache und historische Frage, die auf komplexe Antworten von den Völkern und Regierungen der Welt wartet. Kann die Antwort des Iran auf diese Frage mit der der anderen Länder übereinstimmen, während sein Atem durch globale Sanktionen eingeschränkt wird? Ist es nicht vernünftig anzunehmen, dass die Reaktion von Künstlern aus der ganzen Welt zu dem Coronavirus anders und effektiver sein wird als die der Politiker der Welt? Diese Krise wird vorübergehen mit kleinen oder katastrophalen Verlusten, aber die Sammlung von Geschichten wird bleiben. Die Geschichten von erschöpften Krankenschwestern, die in kontaminierten Krankenhausfluren tanzen, um die Moral der Patienten zu erhöhen, während sie ihre Sorgen über den Mangel an Medikamenten und die Grundbedürfnisse des Krankenhauses verbergen. Geschichten von Ärzten, die seit Wochen nicht mehr zu Hause waren und gezwungen sind, ohne Masken, Handschuhe oder Schutzanzüge zu arbeiten, während sie in den Fluren von Krankenhäusern nach Coronavirus-Opfern suchen. Diese werden alle bleiben in den mikrohistorischen Erinnerungen unserer Zeit und wird von allen früher oder später zu hören sein, entweder von uns oder von ihnen allen. Wir hoffen, dass es nicht zu spät ist, für einflussreiche und solidarisch vernetzte Künstler der Welt diese Geschichten über die Ungerechtigkeiten gegenüber dem iranischen Volk auszudrücken, sodass die mächtigen Politiker der Welt die richtigen Entscheidungen treffen können. Die Menschen im Iran sind heute mit einer Krise konfrontiert, mit der Corona-Krise. Sie werden sich dieser Krise auch bewusst sein, aber der Krise der zu Unrecht verhängten Sanktionen sind sie sich vielleicht aber nicht bewusst. Für die Künstler im Iran ist es wichtig, dass sie alles das jetzt wissen, dass in dieser Zeit eine so große Anzahl von Infizierten, einschließlich der älteren Menschen, die darauf warten, an die Reihe zu kommen, mit einem Mangel an medizinischen Mitteln konfrontiert sind. Wir wollen wissen, was denken Sie? Was sagen Sie? Und was werden Sie tun?